Ja, moin, ich bin's wieder, euer Mike. Heute möchten wir euch einmal die Grundaufgabe zeigen, umkehren und der Zuhilfenahme einer Kreuzung oder Einmündung. Das machen wir heute wieder mit dem Bus und dazu erkläre ich euch gleich wieder ein bisschen was. Die Grundaufgabe soll so gefahren werden, dass sich der Fahrschüler eine geeignete Stelle zum Umkehren sucht. Das kann eine Kreuzung oder Einmündung sein. An die fährt er dann vorbei und hält dann relativ nah am Bordstein an. Der Abstand sollte vielleicht in etwa so 30 cm betragen. Viel weiter sollten wir nicht wegstehen. Nachdem ich angehalten bin, ziehe ich einmal die Feststellbremse an, öffne die Tür und dann brauche ich eine zu sichernde Person. Im normalen Leben, wenn diese Situation auftauchen würde, würde das ein Fahrgast sein. Wenn ich einen Fahrgast als zu sichernde Person einsetzen würde, würde ich den nicht den Bus verlassen lassen, sondern der Fahrgast würde hinten aus der Scheibe gucken und den rückwärtigen Raum beobachten. Ansonsten in der Prüfung kann der Fahrlehrer auch als Sicherungsposten eingeteilt werden, verlässt den Bus und beobachtet den Bereich hinter dem Bus, den ich selber als Fahrer nicht einsehen kann. Dann warte ich darauf, dass ich ein Okay bekomme vom Sicherungsposten, dass hinten alles frei ist. Beobachte den Verkehr nochmal selber. Zeige natürlich auch an mit Hilfe des Blinkers, eventuell sogar die Benutzung der Warnblinkanlage, dass hinten frei ist, dass ich nach rechts umkehren möchte. Beobachte den Verkehr und fahre dann vorsichtig rückwärts. Während ich rückwärts fahre, muss ich den rückwärtigen Verkehr über die Spiegel beobachten. Unser Bus hat auch eine Rückfahrkamera eingebaut, die sich hier unten zu meiner Rechten im Radio befindet, die ich natürlich auch nutze, um den rückwärtigen Verkehr zu beobachten. Wenn der Sicherungsposten außerhalb des Fahrzeuges sich befindet, dann muss ich aufpassen, dass ich ständigen Sichtkontakt zum Sicherungsposten habe. Reißt dieser Sichtkontakt mal ab, dann muss ich sofort anhalten und das Fahrzeug sichern, denn es besteht ja immerhin die Gefahr, dass ich auch den Sicherungsposten verletze. Wir würden bei dieser Grundaufgabe durchfallen, wenn wir den Verkehr nicht ausreichend beobachten, wenn wir uns keinen Sicherungsposten einteilen, wenn wir nicht anhalten, wenn der Blickkontakt zum Sicherungsposten abreißt, wenn wir bei dieser Grundaufgabe auf der rechten Seite auf den Bordstein aufklettern oder, wenn kein Bordstein vorhanden ist, die Fahrbahnbegrenzung überfahren. Und die Endposition unseres Fahrzeuges sollte parallel zum Bordstein sein, möglichst nah. Auch das ist ein Kriterium, warum man durchfahren kann in der Prüfung. Und wir sollten so weit zurückfahren, dass wir den Bereich der Kreuzung oder Einmündung verlassen haben. Wenn wir diesen Punkt erreicht haben, das ist in etwa so 5 Meter aus dem Scheitelpunkt der Kurve heraus, dann halten wir wieder an, sichern das Fahrzeug, nehmen auch nochmal den Gang raus, damit wir nicht vergessen, wenn wir vorwärts fahren, auch wieder den Vorwärtsgang einzulegen. Denn wenn wir dann rückwärts fahren würden ohne Sicherungsposten, würden wir auch durchfallen. Das war die Grundaufgabe umkehren. Habt ihr Fragen dazu, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann werden wir da gerne darauf antworten. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal.